Tja, hallo Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist ein weiteres neues Projekt auf meinem Kanal. Die Young ist ein Open World Survival Game in einer Early Access Phase. Hab das mal irgendwo in einem Video gesehen und hab mir dann direkt gesagt, das muss ich haben, das muss ich einfach spielen. Es dreht sich darum, dass wir sind ein junges Mädel und stehen so mitten im Leben, ne? Gehen mal freeclimben, sind nur auf Partys unterwegs, haben viele Freunde und so weiter, und es verschlägt uns dann irgendwie auf eine falsche Party, auf dem wir einen falschen Herrn zur falschen Zeit treffen, einen Herrn namens Rashid, der uns dann mit Freunden zusammen was von einer Insel erzählt, auf der man ungestört ist, auf der man Party machen kann, auf der richtig was los ist, auf der die Luft brennt. Wir lassen uns auf diese Geschichte ein und fahren mit dem jungen Mann auf diese Insel, und da passieren dann ein paar dumme Dinge oder blöde Dinge, und wir werden sozusagen überfallen und verschleppt und hast du nicht gesehen, und vor allen Dingen getrennt von unseren Freunden, und was dann passiert, das zeige ich euch dann jetzt. Wir legen gleich los mit dem Ganzen. Es ist also ein Open World Survival Game mit einer Story, und das ist das Geile daran. Du musst hier eine Story durchleben und machst dir nicht einfach nur einen auf sammle so viel Holz, sammle so viel Steine und bau dir was. Ne? Grundsätzlich ist deine Aufgabe, hier von dieser Insel wieder runterzukommen. Und ich bin gespannt, ob wir das schaffen, ob wir das schaffen werden. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir starten ein neues Game und sehen uns dann gleich. Also, bis gleich. Tja, Freunde, und so beginnt das Ganze. Wir werden wach in einem Loch irgendwo. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir sind. Draußen zirpen die Grillen. Und es war hier gerade jemand an dieser Öffnung oben, hat diesen Kanaldeckel oder was das auch immer ist, zur Seite geschoben, und hier sind wir jetzt. Ne? Hier kam ein Zettel heruntergeflogen, den nehmen wir mal auf und gucken uns den mal an. Ja, also wir haben eine handgezeichnete Karte bekommen und wir sollen den roten Markierungen auf dieser Karte folgen. Ja, wie ihr hier seht, können wir sogar craften, wir kriegen Quests. Wir können uns hier ein bisschen verschönern sozusagen. Wir können uns auch Klamotten suchen und anziehen. Die sehen nicht gerade gut aus. Ne? Wir sind verschmiert. Das hier unten müsste unser Live-Balken sein. Und das blaue hier ist unser Durst. Okay, gucken wir mal. Wir können hier also durchschalten, ne? Inventar. Hier seht ihr es. Wir können also verschiedene Dinge sammeln und damit dann craften. Wie zum Beispiel hier jetzt. Fehlen uns noch ein paar Sachen. Okay, was ist das hier? Da können wir auch nichts machen. Okay, Leute, wir haben diesen Zettel auf jeden Fall auf, hier war schon mal jemand hier, wie es aussieht, aufgehoben, und versuchen eben jetzt, wir gucken uns auch mal an. Und wo haben wir diesen Zettel? Hier ist er doch. Also wir sind hier in diesem Loch, dieser rote Punkt, das sind wir. Hier scheint es noch andere Löcher zu geben, in denen man Leute vergraben hat. Und die junge Dame, denke ich mal, sollte schleunigst versuchen, was zu trinken zu bekommen. Und das sollte wohl hier sein. Also wenn wir hier rauskommen, in nordwestlicher Richtung, sollten zwei Gebäude sein. Und da soll es auch Wasser geben. Ansonsten sollen wir dieser roten Markierung folgen. Und dann ist hier anscheinend irgendwie eine Mauer. Ich sehe euch mal an hier. Hier ist eine Mauer. Und hier sollen wir wohl hin, zu diesem Turm. Das ist wohl unser Ziel. Das werden wir erstmal versuchen. Wir werden erstmal versuchen, hier rauszukommen aus diesem Loch, Freunde. Gucken wir uns das mal an. Weil da oben scheint ja keiner mehr zu sein. Ne? Also wenn sich jemand hilft,
dann bleibt er doch auch da oben, oder? Wir haben es gleich. Hoffentlich kommt jetzt nicht einer mit einer Axt und schlägt den Schädel ein. Das wäre natürlich kacke. Und ihr seht es, dieser graue Balken, der links unten sich bewegt, das ist unsere Ausdauer. Also wenn die zu Ende ist, glaube ich, dann ist auch Ende mit Klettern. Okay, wo sind wir? Rose? Andre? Where the fuck are they? Rose, Andre. Sie sind nicht da. Climb up the wall. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir eine Wasserquelle finden. Okay, we must find a way to leave this place. Also ich möchte hier nicht bleiben. Okay, und wir müssen die lokalisieren, wie die Landmannschaft. Twin Houses, das sind doch diese beiden Häuser hier. Das könnten die Twin Houses sein. Okay, das werden wir uns jetzt mal angucken. Da ist sogar eine Straße da unten. Guck mal. Da ist sogar eine Straße unweit von uns. Das finden wir natürlich toll. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir auf der Straße rumrennen sollen. Was ist das denn hier? Hier können wir abspeichern. Das ist geil. Dann brauchen wir hier also nicht mehr immer hier rennen und raus. Hier rum wird es wohl nicht gehen. Wir sollen uns ja in nordwestlicher Richtung bewegen. Und nordwestliche Richtung wäre dann da lang. Das wäre dann also da lang. Dann gucken wir doch mal. Gehen wir doch mal in dieser Richtung, ja. Los. Ach, da läuft ein Hund oder sowas. Ob der mir mal wohl gut gesonnen ist, das ist die Frage. Ah, hier ist ein Stacheldrahtzaun, Freunde. Also hier möchte jemand nicht, dass wir lang gehen. Was ist das hier? Wir ducken uns einfach mal. Wir sind hier ziemlich weit oben. Und wenn uns hier jemand sieht, dann essen wir mal hier. Cool. Das finde ich natürlich jetzt toll. Hier kann man alles Mögliche an Blümchen mitnehmen. Blümchen, ja. Ah, hier ist sowas Gelbes hier. Extra gelb und grell nehmen wir immer mit. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir was zu trinken bekommen. Das ist wichtig. Ich jetzt mal gucke, da geht unser roter Balken voll und der blaue kriegt auch ein bisschen was drauf. Das ist sehr schön. Jetzt können wir uns mit diesen Pflanzen hier auch irgendwo ein bisschen den Durst stillen. Ist da noch mal so eine Pflanze? Ne, ist noch was anderes? Dann nehmen wir mit. Die kennen wir jetzt schon, die nehmen wir auch mit. Wir werden gechased. Oh, das ist eine Schlange. Eine Schlange ist nicht geil. Wenn die uns vergiftet, das wäre schlecht. Chased, das heißt, wir werden verfolgt. Jetzt nicht mehr. Können wir uns wieder ducken? Tricks Schlange, ey. Das fehlt mir noch hier. Dass ich jetzt hier noch von einer Schlange gebissen werde. Ich bin sowieso schon zart beseimt. Hier ist nichts. Ja, wo sind denn diese zwei Häuser? Wo ist noch hier irgendwo? Da ist ein Giebel. Da ist ein Giebel. Und der Durst. Der Durst ist präsent. Da ist eine Straße, da sind die beiden, da ist noch keiner. Wir versuchen da hinzukommen. Komm. Und irgendwie glaube ich zu merken, wenn wir nicht mehr nehmen, haben wir anscheinend genug von, dass unsere Sicht sich verschlechtert. Je länger wir nichts trinken, Freunde. Wir sind da, wir sind in diesen Häusern. Und das scheint aber verlassen zu sein hier. Das ist eine Ruine. Hier ist keiner. Wir haben die Twin Houses explored. Wir sind an den Twin Houses, Freunde. Und
Oh, sind das Riesenratten. Sollten wir vielleicht versuchen, übers Dach reinzukommen? Sollen wir jetzt auch mal probieren. Die Alte ist ja eigentlich fit. Die kann ja klettern, die ist ja sportlich. Das ist aber ein ganz schönes Stück hier. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Jo, das schafft sie. Sehr schön. Das schafft sie auch. Hier ist nichts zu sehen. Da unten ist das Meer. Da oben ist noch ein Gebäude. Da gehen wir mal als nächstes hin. Ein Turm da oben gehen wir mal als nächstes. So, jetzt der Sprung darüber. Oh, geschafft. Hier liegt was. Nehmen wir mal mit. Oh, 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 oh. Ratten sind nicht gut. Hier hoch. Verpisst euch, ihr Drecksviecher. Hier hoch. Was liegt denn da? Das sind Schlingpflanzen, Kletterpflanzen. Gehen wir noch hier hoch. So, haben wir jetzt mal eine bessere Aussicht hier? Ich denke, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite, das andere Gebäude. Das haben wir geschafft. Und wir sehen immer noch nichts. Und das Bild wird wirklich verschwommener. Je weniger wir trinken, ihr merkt das. Guckt mal in die Bildränder. Ja, der Durst nimmt uns ganz schön mit. Wir müssen hier rein. Und hier liegt da schon was. Das haben wir schon mal gefunden. Da liegt noch was. Oh, jetzt können wir. Jetzt können wir mal hauen. Toll, können wir die kaputt haben und reingucken? Ne, können wir nicht. Ah, Mist. Was ist denn das? Hat irgendjemand das an die Wand gemalt hier? Da gibt es was zu trinken. Oh, Gott sei Dank. Wir können wieder was sehen. Und hier liegt noch ein Zettel auf dem Boden. Müssen wir uns gleich mal alles genauer angucken. Können wir nicht nehmen. Überall sind die Augen an die Wand gemalt. Nachschlafen möchte ich hierzu nicht mehr. Auf jeden Fall hat hier jemand ganz gewaltig gewütet. Und aufgeräumt, glaube ich. Ja, Freunde. Ich denke, wenn wir haben das Haus soweit erforscht, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir hier rauskommen. Das Fenster ist zu. Das ist wohl der einzigste Weg hier raus. Genau. Explore the Twin Houses ist komplett. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Dann essen wir hier noch ein paar Beeren. Und dann sind wir fast wieder gesund. Vielleicht ist das nächste Gebäude. Oder in der Stadt sogar vielleicht. Da unten ist irgendwie so eine alte Ruine. Da müssen wir auch mal hin. Ein Rapsfeld. Okay. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Durch. Mitnehmen, scheiße. Ach nein. Au. Drecksratten, ey. Das gibt's gar nicht. Muss man halt hier raus. So eine Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Dann trinken wir doch mal was. Ah, das müssen wir ein paar Mal drücken. Sehr schön. Okay. Repair the broken pump. Okay, wir haben einen Schraubenschlüssel und wir können die Pumpe reparieren. Und dann können wir hier trinken. Oh, guckt euch das mal an, Leute. Jetzt ist das doch wunderbar. Und da ist unser Wasservorrat aufgebraucht. Besser gesagt, aufgefüllt. Und da füllen wir das Ganze hier mal wieder auf. Super. Wir haben die Pumpe repariert und wir sind nicht mehr durstig. Wir haben es geschafft. Das finde ich geil. Und wir sollten jetzt vielleicht mal gleich über den scheiß Ratten hier vorbei. Also da waren wir drinnen, da unten. Da gibt es nichts zu holen. Hier können wir speichern. Sehr schön. Das freut mich. Und hier gibt es noch ein paar Sachen. Die nehmen wir auch mit. Alles, was wir tragen können, nehmen wir mit. Das können wir nicht nutzen. Schade. So, um von den Ratten geschützt zu sein, klettern wir mal hier hoch. Und dann gehen wir mal ins Inventar. Wir haben also hier... Was ist das hier? Dosenfutter. Okay, brauchen wir nicht. A Ranch. Der geht kaputt mit der Zeit, so wie es aussieht. Der hat nämlich einen Haltbarkeitsbalken. Wir gehen auf die Map gucken. Das sind eine Twin Houses.
Okay, gucken wir mal hier. Ah, hier haben wir ein paar Sachen gefunden. Letzte Nacht habe ich geschlafen in einer Lodge. Und es war ein metallisches Geräusch. Es war ein Klicken. Wir sind zur Tür gegangen und wir hörten es nochmal. Es gab einen kleinen Moment, dann realisierten wir, was los ist. Wir konnten die, wir konnten nicht verstehen. Status. Chosen as. Why we had been chosen as workers. Wir sind ausgesucht worden als Arbeiter. So, Village. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. I can't stay here anymore. I'm losing my mind. I feel him. I see him. Ich fühle ihn. Ich sehe ihn. Travel circling the fucking house. Okay. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich sterbe an Durst. Ich habe keinen Fluchtweg. Okay, okay, I swim if I have to. Ja gut, also hier scheint auf jeden Fall irgendjemand sein Unwesen zu treiben. I saw him. Er geht am Horizont hin und her. Er schaut nach mir. Ich habe Angst. Okay, 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 okay. Freunde, jetzt können wir hier mal was machen. Hier, guck mal, können wir doch mal was machen. Jetzt haben wir hier irgendwas. Healing Power. Wir haben uns ein Healing Power gemacht und das hier ist Simple Hand Handkerchief, ein Verband oder sowas. Ja, ein Wundverband, den machen wir uns auch mal. Das können wir mit Stoff machen und dann mit diesen Blumen, die wir finden. Cool. Was ist das hier? Den können wir umwickeln, wie es aussieht. Den können wir hier irgendwie umwickeln. Da fehlt uns aber noch einmal Scrap Metall. Scrap Metall. Also wir haben Drähte gefunden und wir hatten ein Stück Holz, wie es aussieht. Gefunden. Und brauchen wir noch ein bisschen Metall. Okay, Leute, wir haben ein bisschen was gecraftet. Können wir, hier liegt ja noch was. Ah, Stoff. Den Stoff haben wir mitgenommen. Und, ja. Wir haben das Wasser repariert. Das heißt, wir können hier immer wieder hin zurück. Was ist das denn hier? Und können uns hier was zu trinken holen. Wir sind live-mäßig fast voll. Das ist alles, sieht alles gut aus, ne? Das ist nach da oben. Da war auch wieder irgendein Hund oder irgendwas war auch da oben. Okay, also das ist keine Ahnung, wer dieser Typ ist, der am Horizont hier entlang marschiert und spaziert. Aber auf jeden Fall, wir können hier noch einmal so ein Teil machen. Davon haben wir jetzt zwei. Das ist schön. Items. Ihr seht's, ne? Davon haben wir jetzt zwei, davon haben wir eins. Und wir haben noch Dose zu futtern. Also ich würde sagen, wir gehen mal da oben zu diesem Turm und gucken uns das noch an. Und damit ist dann die erste Folge beendet. Wir haben diesen Typen, der uns hier wohl hingeschafft hat, immer noch nicht gesehen. Wir werden gechased. Da, eine Schlange. Drecksvieh. Drecksvieh von Schlange hat mich hier verfolgt. Ah, hier gibt es noch ein paar Beeren. Sehr schön. Wir sind fast wieder aufgeladen. Wir sind fast wieder topfit, Freunde. Wir können uns in den Kampf stürzen, egal gegen wen, egal wer da kommt. Wir werden sie alle verhauen, verkloppen. Und jetzt geht es erstmal oben zu dem Turm noch. Ich möchte mal wissen, da oben im Turm noch ist. Wir ducken uns mal ab. Dass wir hier keine so große Silhouette zeigen von uns. Nehmen wir mit. Wir werden schon wieder gechased. Nicht mehr. Sehr schön. Dann ducken wir uns hier ab und bleiben hier. Also die Schlangen. Hier gibt es einige Schlangen, so wie es aussieht. Wo ist der scheiß Turm? Da oben. Wir sind fast da, Freunde. Wir sind fast da. Jetzt können wir dich mitnehmen. Und jetzt schon wieder. Sag mal. Wenigstens haben wir das Problem mit dem Durst nicht mehr. Das ist schon mal schön. Geduckte Haltung und dann klettern wir mal hier noch hoch an diesen Hügel.
Dann gucken wir uns mal an, was das für ein Gebäude ist hier. Explore the Watchtower. Cool. Wir haben das nächste Ziel erreicht. Nächste Questpunkt sozusagen. Und hier haben wir noch was zu machen. Obwohl, wir sind ja eigentlich fit. Wir brauchen nichts mehr. So, wir sind am Watchtower. Wir sind am Watchtower. Und da ist sogar eine Tür. Oh, die ist verschlossen. Aber nicht rein. Eine super Aussicht hat man hier, ne? Schau mal an. Das ist schon geil gemacht. So verschwommen im Hintergrund. Heißt es einfach so. Oh, hier kann man nochmal speichern. Sehr gut. Wir haben am Watchtower gespeichert. Hier ist keine Sau. Hier ist nirgends. Also wir rein. Ah, ja, cool. Wir müssen also klettern, Freunde. Das ist hier eine Kletteraktion jetzt. Guck mal, was, ne? Machen wir erstmal den Schraubschlüssel weg. Also hier wählt ihr dann, ne? Hier könnt zack. Ihr könnt also 4 Items, wie es aussieht, in die Hand nehmen. Sehr schön. Metallschrott war das. Da können wir also unseren. Oh, was ist denn hier? Das ist irgendein Banner hier. Wedlock Bullmark. Okay, ein Bullenkopf oder irgendwie sowas. Also ich gehe mal davon aus, dass das, wenn das hier so. Ja, wenn das so weiß schraffiert ist, können wir da klettern. Dann klettern wir mal hier hoch. Gucken wir doch mal. Das ist schon hoch. Wenn wir jetzt hier runterfallen. Aber wir sind oben. Wir sind oben. Und wir müssen immer auf unsere Ausdauer, auf diesen grauen Balken achten. Weil, wenn du am Klettern bist und der geht zur Neige, dann könnte es eng werden, glaube ich. So, jetzt. Scheiße, also hier kommen wir nicht so weg. So kommen wir. Ein Boot liegt ja nicht mehr gerade unten am Strand. Ist kacke. Boah, wie tief geht der? Hey, scheiße. Wie kommen wir denn jetzt hier? Müssen wir wohl hier rüber? Hier liegt noch irgendwo. Ach, ein Draht oder sowas. Die können wir aber mal noch einmal gucken. Können wir hier nicht noch was craften? Craft. Ja. Das können wir noch mal machen hier. Werkzeugtechnisch. Da fehlt uns immer noch Scrap Metal. Scrap Metal fehlt uns immer noch. Okay. Ansonsten, was zu essen haben wir noch? Und wir haben den Watchtower gefunden. Machen wir mal hier einmal kurz rein. Ja, mit dem Bullen, mit der Bullenmarkierung drauf. Dieses Banner. Also wir sind jetzt hier. Ja, wir sind also hier unten, hinter uns ist nichts mehr. Und wir müssen nach Norden. Ganz klar, wir müssen. Das ist ein Tempel oder irgendwie sowas. Gucken wir nochmal gerade, ob wir hier irgendwo ein Tempel irgendwas sehen. Es könnte das da unten sein. Ja, werden wir mal gucken. So, wie kommen wir jetzt hier runter und was ist da unten? Runterspringen, glaube ich, sind wir tot. Aha! Was? Ja, ich höre dich. Komme! Oh Gott, ey, der Typ macht mich verrückt. Der macht mich verrückt, der Typ, ey. Das ist ja, sag mal. Mann, schreib mal die Schnauze, sonst kommt hier noch einer vorbei. Ja. Please, whoever you are, get me out of here. Also, wie immer du auch bist, lass mich hier raus. Thank heavens. Please, open this damn hatch. Öffne diese scheiß Dings hier. Ja, ich habe keinen Schlüssel, weil ihr seht das hier. Man muss hier auch mit einem Schlüssel arbeiten. Fuck me. I can't take me. Ich kann hier unten nicht länger drin stecken bleiben. Hol mich hier raus. Du bist nicht der Einzige, der hier in Problemen steckt. Alright. What's your name? Michael. My name's Michael, and I don't want to die in here. Ja, du brauchst nicht zu sterben. Ich hol dich ja da raus.
Ich bin Daphne. What the fuck's going on here? Get me out of here. We'll have each other's backs. Okay. What do I know? The last thing I remember is my friends running away and some asshole hitting me over the head with a stone. Oh, irgendjemand hat ihm einen Stein über den Schädel gelaufen. Er hat seine Freundin weglaufen sehen. Ja, was ist passiert? We were camped near a mountain pass. Danny was messing around with his Polaroid and JD was obsessing over our supplies. Suddenly, a bunch of guys came out of nowhere and attacked us. Ah, super. We heard about it on the internet. Ist klar. Those metropolitan legends you come across on the deep web. A forum claims that somewhere near the coast of Turkey, there was one of those typical islands forgotten by God. Unknown to tourist guides and inaccessible by normal means. No ferries, no flights, nobody that wanted to approach it. Also hier war noch keiner auf dieser Insel. Mystery, ingredients for a crazy vacation. I thought. Ja, also das war, wurde ihnen... 1,000 Turkish lira convinced a fisherman to bring us here. He advised against us proceeding with our expedition, but... why didn't we get it? Why didn't we listen to him? Okay. No! Please, don't abandon me. I'll go crazy in here. Ja, wird verrückt da unten drin, ja. Ich komme zurück zu dir. I'll wait then, but please, hurry. Also die haben wohl im Internet irgendwo... Oh, guck mal hier. Sehr schön, dann nehmen wir alles mit. Ah, die können wir wohl nicht mitnehmen. Und die Tür ist nach wie vor verschlossen. Das ist hier alles verschlossen, okay. Wir gucken noch einmal in unser Inventar, also davon... Cannot Foot, okay. Können wir hier irgendwas machen? Ja, hier können wir uns also verbinden. Beziehungsweise, ja, am Punktverband. Vielleicht selbst wenn man von so einer Schlange gebissen wird, ich weiß ja nicht. Okay. Ja, aber wir können hier nichts mehr machen. Wir müssen irgendwie versuchen, den Typ hier rauszukriegen. Schaffen wir aber auch von hier unten nicht. Wir versuchen nochmal rauszukommen aus dem Turm, gucken uns nochmal die Aussicht an. Und dann würde ich sagen, sind wir mit der ersten Folge durch. Wir sind noch nicht auf unseren Entführer sozusagen getroffen. Also die Truppe von dem jungen Mann da unten hat wohl im Internet irgendwo was gelesen von einer geilen Insel. Unerforscht, abenteuerlich und was weiß ich alles. Dann sind sie hier irgendwie für 1000 türkische Lira oder was auch immer, sind sie dann hierher gekommen und haben hier kampiert. Und dann kamen irgendwelche Typen, haben seine Freunde und ihn gejagt und er hat wohl irgendwie einen Stein über den Schädel gehauen bekommen und dann wurde er hier wach. Ich denke mal, ungefähr so lief die Geschichte. Und wenn das hier jetzt so ein komischer Trip wird, wir müssen hier runterspringen. Das geht das nicht, ne? Okay, passt. Passt. Ja, wenn das jetzt hier so ein komischer Trip wird à la Hostel, ne, wo irgendwelche Schwachwarten kommen und sich Jugendliche schnappen, um die abzuschlachten, dann fände ich das etwas scheiße, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich will hier wieder weg von dieser verkackten Insel. Und wie es jetzt weitergeht, an diesem wundervollen Bullenturm, ich denke mal, wir gehen hier unten lang. Das, Freunde, zeige ich euch in Folge 2. Wie werden wir da unten hingehen, an diesen Turm hier. Ja, ich hoffe, ich kann eure Aufmerksamkeit etwas erregen mit diesem Game hier. Ich bin echt gespannt, welche Typen hier rumlaufen sollen und wie das hier weitergehen soll. Oh, wir werden durstig, Freunde. Wir müssen also gucken, dass wir wieder was zu saufen kriegen. Und darum werden wir uns auch in der nächsten Folge kümmern. Also, bis dahin, Tschüssikowski.